Moje! Heute ein kleines Video zur Ventilbearbeitung. Das kann man natürlich auch mit dem Dremel irgendwie im Schraubstock machen, wie das manche machen. Aber ich halte das für nicht so schön. Ich habe neue Ventile und hier sehen wir das Auslassventil zum Beispiel. Das ist schon relativ schön. Da brauche ich nicht viel dran machen. Ich werde, hier unten ist so eine 45 Grad Phase dran. Und 45 Grad ist halt besser als gar keine Phase, aber es ist halt auch nicht schön. Das werde ich dann noch versuchen, ein bisschen rund zu machen. Ich werde den Anfang hier, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen schleifen, weil man sieht Drehriefen. Und dann werde ich das Ganze glatt schleifen und am Ende polieren. Auslassventile. Nicht auf den Sitz kommen, ist ganz wichtig. Auf den Sitz kommen ist kacke. Und ja, Einlassventile sind natürlich immer so, aber die sind halt scheiße. Denn das hier ist mega eklig rau. Das ist einfach ja, unbearbeitet, mehr oder weniger. Und hier oben, quasi unten am Sitz, ist wie so eine Kante. Das ist quasi so geschwungen. Und das gefällt mir nicht. Jetzt werde ich mal am Zylinderkopf messen, ob der Sitz überhaupt da aufliegt. Ob ich da überhaupt Auflagefläche habe. Ansonsten kommt das auch weg. Ansonsten wird das halt auch geschliffen. Schön sauber geschliffen. Dann am Ende wohl auch poliert. Ich denke mal, bei den Ventilen macht das ja nichts aus, wenn die poliert sind. Ich meine, das ist so eine Richtungsänderung über die Ventile, dass das mit dem Gemisch, mit der Gemischaufbereitung keinen besonderen Nachteil hat, wenn da nichts mehr verwirbelt. Ich habe eh eine Monojet. Das spritzt eh. Es geht um eine 90-Grad-Kurve von links, wird dann mit Benzin quasi beaufschlagt und dann gibt es eine 90-Grad-Kurve nach vorne und dann geht es durch den Krümmer, der auch noch rau ist. Und dann geht es nochmal eine 90-Grad-Kurve nach unten über die Ventile in den Brennraum. Also ich glaube, wenn sich das dann noch nicht gemischt hat, also worauf wir achten müssen, ist, dass wir hier, man sieht es ja hier, wo der Schaft anfängt, dass wir den Schaft auf jeden Fall nicht mitschleifen oder sonstiges, sonst ist er hin. Ich werde das in der Spannzange einspannen. Da bewegt sich da nichts mehr und es macht auch keine Kratzer. Die ist so glatt innen drin. Hab schon probiert, also man sieht eigentlich nichts. Dann werde ich hier vorne das wahrscheinlich mit Panzertape oder so nochmal abkleben, dass man es auf jeden Fall schnell sieht, wenn man irgendwie in die Nähe kommt, wenn dann ein bisschen Klebeband wegfliegt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Entweder spanne ich hier diesen Druckluftdremel hier ein. Erstmal mit einem groben Schleifstift, um die Kante hier wegzukriegen. Wahrscheinlich einfach mit dem Fächerschleifer dann das Ganze bearbeiten. Das werden wir aber dann sehen. Nur erstmal am Zylinderkopf ungefähr messen. Aber bevor wir am Zylinderkopf messen, natürlich mal hier messen. Vielleicht kann ich damit auch einhaken hier. Man kann tatsächlich hier einhaken. So, bloß ein halber Millimeter. Fair. 32. Das sind 38er Ventile. So, hoffentlich komme ich hier rein. Natürlich nicht wegen dieser dämlichen Schraube, die man auch nicht rausmachen kann. So, eventuell. So, das ist 34. Also kann ich das jetzt auch einfach nochmal hier so drüber legen. Also das geht. Das mit dem Wegschleifen. Ansonsten kann ich auch einfach mal das Ventil anmalen. Das kann man auch später dann mit Verdünnung wieder abwaschen. So, ich habe natürlich jetzt keine Ventilführung drin, aber also wir kommen nicht ganz an den Rand unten dran, wie man sieht. Alles gut. Okay, mit den Schleiferchen sieht das aus, als würde das nichts werden. Okay, das lohnt sich ja dann eigentlich nicht, das hier einzuspannen. Dann mache ich es von Hand. So. Mal testen. Also schon relativ glatt. Hier sieht man ja die Anlauffarben. Die habe ich auch weggemacht. Anlauffarben sind nie so toll. Und der Rand wird wirklich auch ein bisschen weicher. So weit, so gut. Das ist jetzt 120er gewesen. Fächerschleifer. Und dann mache ich die anderen auch noch alles so. Die Auslassventile genauso mit 120er. Weil dann weiß ich, dass die Riefen da drin weg sind. Dann mache ich das Ganze mit, wahrscheinlich mit 320er und dann poliere ich das mit 1000er Schleifpapier oder so. Und dann poliere ich das mit Polierpaste oder so. Ne?
auch schon keine Riefen mehr, nur noch vom Schleifen deshalb. Bin auch nicht wirklich auf den Sitz gekommen, ist gut. Also wenn man genauer hinschaut, sieht man immer wieder mal, dass da doch irgendwo noch Riefen sind. Hier zum Beispiel in der Ecke, da waren noch welche, da bin ich wohl nicht genug reingegangen und nicht lang genug drauf gehalten. Und hier außen sieht man vielleicht jetzt noch ganz, ganz wenig. Aber da ich ja jetzt eh mit feinerem Schleifpapier rangehe oder feinerem Fächerschleifer, wird er das noch wegnehmen wahrscheinlich. Also machen wir mal 320er. Probieren wir es mal hiermit. Komisch, wenn das eingespannt ist, geht's. Also wenn der eingespannt ist, dann drehen wir es nicht, aber so geht's. Ja, wunderbar. Aber die sind echt schnell abgenudelt. Also das war jetzt ein Ventil. Hat der Schlagstein tatsächlich für 4 Ventile gehalten? So, jetzt gehen wir das Ganze noch mit 800er Schleifpapier und ein bisschen Öl ran und dann sehen wir mal, wie das aussieht. P 2500. Schaut euch das an hier. Schon ziemlich gut. Gut, dann mache ich vielleicht noch 5000er und dann mal gucken. So, wie ihr gesehen habt, habe ich das Ganze nochmal mit der Poliermaschine angegangen. Wie man sehen kann, ist es schon echt nice geworden. Also wenn man das wirklich übertreibt, ist das auch übertrieben geil. So, dann hoffe ich, das Video hat gefallen und war sehr informativ und so weiter und so fort. Und dann bis dann.